Guten Tag, Fabian. Guten Tag zu Hause. Es ist wieder Zeit für Torwarttraining und heute haben wir uns mal was völlig Neues eigentlich ausgedacht, jedenfalls für diese Räumlichkeiten hier. Und zwar, wir gehen heute mal rein ins Flankentraining. Eigentlich Flankentraining so eine Art Spezialtraining oder eigentlich ist es eher ein Spezialgebiet des Torwarttrainings. Geht jetzt ein bisschen weg von den Grundtechniken. Nur finde ich oder finden wir, dass diese Komplexität der Bewegungskopplung, Springen, Fangen gleichzeitig im Raum eine unheimlich schwierige Aufgabe ist und es nicht schadet, wenn auch Kinder in jüngeren Jahren das zumindest schon mal irgendwie können oder irgendwie gelernt haben oder so. Ja? Ob es jetzt eine Frisbee-Scheibe aus der Luft fangen ist oder einen Softball am Strand oder wie auch immer. Es könnte auch ein Ball im E-Jugendspiel FCA gegen TSVB sein. Ja? So. Und deswegen wollen wir das heute mal üben, ziemlich einfach. Ihr braucht dazu eigentlich nicht mehr als heute mal zwei Stühle. Ja? Die Stühle sind jetzt mal unsere Mitspieler, Gegenspieler auf jeden Fall. Sind es die Personen, die sich vor einem Torhüter im 16-Meter-Raum befinden. Da ist ja immer ziemlich viel Tumult, gerade bei einer Ecke oder Freistoß etc. Und wir wollen jetzt das Ganze mal so simulieren. Das hier ist, sagen wir mal, ein Stürmer, der auf den zweiten Pfosten wartet und das hier ist der Stürmer, der auf den ersten Pfosten wartet. So, nur mal zur Erklärung. Der rote Punkt hier hinten ist unser Startpunkt. Okay? So. Und wir wollen jetzt mal loslegen und gehen mal wirklich von A nach B, nach C, nach D, bis wir bei unserer Flanke sind. Und nachher betten wir das Ganze mal in eine richtig spielnahe Übung auch ein, wie es denn zum Beispiel auch im Spiel passieren könnte. Alles klar? Gut. Wir fangen an. Der Fabian ist jetzt mal mein Zuspieler, Zuwerfer und geht mal, wenn man ihn jetzt nicht mehr sieht im Bild, er steht auf jeden Fall da. Im Ball sieht man nicht. So, wir gehen jetzt mal auf unseren Startpunkt. Die Flanke, sagen wir, kommt immer von da rein. Wichtig ist für unseren Zuspieler, dass er immer schön von unten nach oben wirft, aber natürlich mit Bedacht. Also hier ist die Decke 2,60 Meter hoch. Bitte nicht reindonnern, sonst fliegen die Lampen. Wer natürlich in einer Altbauwohnung mit Stuck wohnt, der kann natürlich auch höher hinaus. Ja, so. Wir starten jetzt mal folgendermaßen und zwar Grundsache ist, wir gehen immer seitlich zum Ball und versuchen jetzt mal, wenn der Ball reinkommt, nur zu springen, warte, nur zu springen und zu fangen. Schmeiß mal her, also springen, fangen. Das ist natürlich noch nicht das Endbild. Ja, es geht jetzt nur um dieses Gefühl, springen, fangen etc. Was fällt auf beim Fangen? Nochmal, wir machen das einfach mal in Schleife und ich rede ein bisschen dazu. So, was fällt auf beim Fangen? Die Daumen, die Zeigefinger sind wieder hinter dem Ball. Es ist alles versucht, in der Körpermitte zu halten. Auch der Ball kommt nachher in Körpermitte runter. Und wir haben auch so eine typische Bewegung im Sidestep. Gehen wir raus und fangen diese Flanke. So, du kannst ruhig ein bisschen zügiger und früher werfen. Umso mehr muss ich mich beeilen. Hopp. Machen wir mal noch zwei. Tap, tap. Hopp. Und so weiter. Hopp, so weit, so gut. Je nach Zimmer, wie es bei euch ausschaut, bitte unbedingt beide Seiten nachher trainieren. Könnt euch jetzt umdrehen, das Ganze mal schnell auf Pause machen und die andere Seite trainieren, wie auch immer. Das ist euch überlassen, wann ihr es macht. So, jetzt gehen wir mal einen Schritt schon mal weiter. Und zwar kommt ja nicht jede Flanke immer sahnemäßig, sondern sie kommt manchmal auch als Aufsetzer. Ja? Das heißt, du wirfst jetzt mal den Ball als so über den Kopf, in etwa hierher, mehr oder weniger stark, je nach Durchgang. Und ich gehe raus und versuche jetzt mal, werf mal den Ball, so, im Springen diesen Aufsetzer zu bekommen. Ja? Warte kurz ein bisschen, wieder im Sidestep, wenn ich sage, du sagst hopp, dann beginne ich und dann wirst du auch gleich. Ja? Hopp. Okay. So. Hopp. Hopp. Im Sprung versuche ich gerade zu kommen, Rumpffeste zu machen, dass ich immer gerade lande, den Ball in Körpermitte halte. Selbst wenn ich hier mal rauskomme, ziehe ich den Ball zurück, dass er in etwa Brust-Bauchhöhe hat und meine Daumen- und Zeigefinger sind wieder hinter dem Ball, die Handflächen drücken. Okay? Gut.
So, jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Ja? Jetzt sind wir mal seitlich rausgelaufen. Okay. Jetzt versuchen wir mal erst vorwärts zu laufen und uns beim Springen dann in die Richtung zu drehen. Das heißt, ich weiß, der Ball kommt von da. Ich laufe vorwärts durch die Stühle. Wenn du siehst, dass ich durchlaufe, wirfst du, mach mal, und dann dreht ein bisschen schöner nach oben. Und dann drehen wir uns, boah, nicht ganz so, Fabian, etwas mehr Gefühl, bitte schön. So, also, so, und jetzt drehen wir uns in den Ball rein. Okay? Beide Füße springen ab. Und wir merken schon, wie wir so eine Kurve und so einen Bogen laufen. Okay? Das Ganze wieder mit aufsetzenden Bällen. So, also. Schaut, entschuldige, dass ihr den Ball, schmeiß mal her, nicht hier fangt, am tiefen Punkt, sondern versucht, dass ihr den Ball wirklich immer an dem für euch möglichst höchsten Punkt fangt. Ja? Nochmal den Aufsetzer, setz den Aufsetzer ein bisschen knapper vor dich. Höchster Punkt. Beide Füße. Auch das ist noch nicht das Endbild, worauf wir nachher rauskommen. Das kommt nämlich jetzt. Wie schaut es im Fernsehen aus? So, unsere Profi-Torhüter, unsere richtig guten Keeper, die das natürlich auch schon alles wissen, springen von einem Fuß ab, ja, kommen dadurch natürlich ein bisschen höher, weil sie was haben? Sie haben ein Sprungbein, sie haben ein Schwungbein, beides bringt uns höher, ja, und wir drehen die Hüfte einmal ein. Okay? Das heißt, Aufgabe jetzt, wir laufen geradeaus los und wenn wir uns in den Ball reindrehen, springt mal nur noch der linke Fuß ab und der rechte zieht nach oben, das Knie zieht nach oben. Okay? Also, ganz easy, los geht's, hopp. Genau, du kannst ruhig ein bisschen weiter, weil ich bin schon so aktiv heute, dass ich weiterkomme. So, also, da kommt der Ball. Hopp, wir müssen schauen, dass wir ein bisschen im Bild bleiben. Ja? Also, rauslaufen, in den Sprung drehen und von dem linken Fuß. Okay, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt kommt gleich die Nachbarin von oben runter auf den Stuhl. Also, hopp, hopp, hopp. Und ranziehen. Okay? Wieder das Ganze. Hopp, hopp, hopp. Und sichern. Okay? Gut. Zwei Dinge sichere ich. Einmal den Ball und einmal mich selbst. Denn wir haben ja gesagt, hier ist mega viel Betrieb. Man muss sich vorstellen, hier kommt die Ecke. Hier kommt der Stürmer reingelaufen, irre, und will den Ball natürlich ins Tor bringen, mit Kopf, Fuß, irgendwas. Und wir springen natürlich so komplett körperoffen in den Stürmer rein. Das heißt, mich trifft es hier, mich trifft es hier, es tut einfach weh. Und so komme ich natürlich in eine geschützte Position rein, die mich so ein bisschen vom Stürmer auch schützt und weghält. Plus, ich habe einfach viel mehr Power nach oben. Wir können das Ganze jetzt auch als Aufsetzer machen. So, also, hopp, höchster Punkt, ranziehen, fertig. Okay, und das Ganze wieder, hopp. Okay. Ich weiß nicht, für wen der war, aber so, und los geht's, hopp. Genau. Alles klar? Du? Okay. So, also, wir starten. Wie willst du starten? Wir starten mit der... Erstmal... Mal. Machen wir mal zwei von jedem, oder? Ja. Also, Sidestep weg. Mhm. Nee, nur im Sidestep. Hopp, hopp, hopp. Genau, beide Füße springen ab. Und los geht's. Hopp. Genau, im richtigen Moment. Und komm. Genau. Okay, dann mit vorwärts laufen und eindrehen. Mhm. Los geht's. Vorwärts laufen. Du bist schon auf einem Fuß, jawohl. Ja. Mach der Gewohnheit. Ja. Ja, das ist die Gewohnheit, das stimmt. So, und los geht's. Genau. Bogen laufen nochmal und Bogen laufen und ein Fuß. Ja. Und los geht's. Hopp. Ja, sorry, bin dran. Macht nichts und hopp. Genau. Und weg geht's. Jawohl. Und der letzte. Schlecht von mir, nochmal. Und komm. Genau. Sichern? Machen wir auch. Ja, genau. Beide Seiten am besten trainieren. Wichtig ist jetzt, dass ihr wisst, kommt die Flanke von rechts, springe ich links ab. Kommt die Flanke von der linken Seite, von der rechten Seite, von mir aus gesehen, springe ich dann natürlich
vom rechten Fuß ab. Wir können das Ganze auch so machen, ihr werft den Ball, wenn ihr keinen Trainingspartner habt, wir können das mal probieren, das habe ich noch nicht ausprobiert. Solltet ihr da eine Wand haben und solltet ihr keinen Trainingspartner haben, können wir das Ganze auch so machen, schräg gegen die Wand werfen, aber das dann wirklich nur, wenn außenrum gar nichts mehr ist und wenn man wirklich viel Platz hat und ansonsten keine Chance hat, das zu üben. Also an die Wand, rechter Fuß sichern, Knie hochziehen. Alles klar? Gut. Jetzt wollen wir das Ganze mal in eine Übung, in eine spielnähere Übung reinbringen. Das heißt, ich kriege von dir eine Flanke, alles klar, den Ball werfe ich dann zu dir zurück und du gehst nach der Flanke einen Schritt weiter hier rüber. Okay? So. Das Ganze ist so, wir haben eine Flanke, runterfangen plus Spielfortsetzung. Okay? Du gehst in etwa dahin, wo die Kamera jetzt steht. Okay. Ja? So. Ich rolle den Ball dann zu dir raus. Okay? So. Du spielst mich an und ich lenke den Ball dann hinter den Stuhl rein, hole ihn mir mit der Sohlenwende, spiel dich an und komm hier raus für einen flachen Ball, der geschossen wird. Alles klar? Bei mir schon, ja. Okay. So, das ein bisschen weiter vor. Das auch ein bisschen weiter vor. Wir machen es einfach mal ganz langsam durch. Also, Freistoß, Ecke kommen, wir gehen raus, komm, Flanke gefangen und wir gehen zurück, Spielfortsetzung, rollen, der Verteidiger Fabian, der linke Verteidiger zum Torwart, spielt zum Torwart zurück, der nimmt den Ball erstmal rechts rüber, Achtung, der Gegenspieler kommt, greift ihn an, Sohle wegziehen, rausspielen, stopp, der Verteidiger verliert den Ball und der Stürmer schießt sofort auf die lange Ecke. Aber wir sind hier. Das nur mal so zum Bild und die Situation, die wir erzeugen. Okay? Das Ganze von vorne. Also, Flanke kommt. Hopp. Erster Spielfortsetzung rausrollen. Verteidiger spielt mich wieder an. Mitnehmen. Sohle spielen. Position. Und raus geht's. Kommt beim Rausgehen, beim flachen Ball am Ende vor den Stuhl natürlich. Ja? Das ist auch ein bisschen respekteinflößender als so ein Hütchen oder eine Klorolle. Das heißt, man ist wirklich gezwungen, da vom Stuhl wegzukommen. Mhm. Sonst liegt man in seinen Beinen drin. Das macht natürlich nicht so viel Sinn. Nochmal das Ganze. Hopp. Also, Flanke holen, sichern. Spielfortsetzung. Zap. Lenken, Sohle, spielen und raus geht's. Okay? Willst du probieren? Gerne, ja. Ja. Und los geht's. Jawohl. Und auf geht's. Arsch, Mann. Alles gut. Da siehst du, ich mach die Übung dann sowas. Also nochmal. Genau. Nein, Spielfortsetzung rausrollen. Okay. So, rausrollen. Jetzt spiele ich dich an. Du lenkst den Ball. Hopp. Sohle spielen und die Kugel halten. Alles klar? Ja. Yeah. Gut. Normales Ganze. Und los geht's. Spielfortsetzung. Rollen, was kommt schon, lenken, Sohle, spielen und komm raus. Jawohl, perfekt. Ginge jetzt auch mit einem hohen Ball am Schluss, machen wir mal mit einem hohen Ball. Ja. Also Flanke rein, hopp, sehr gut, Spielfortsetzung, rollen, lenken, hopp, Sohle, mein Partner nimmt den Ball in die Hand und los geht's. Ja, wunderbar, alles klar. Gut. Eine kleine Variante dazu, Aufsetzerflanke, ich spiele den Ball jetzt nicht mit Rollen raus, sondern ich behalte den Ball, okay, und lenke mir den Ball erstmal da rein, also Ball gehalten, so, Dropkick stoppen, Sohle raus, spielen und dann spielst du den Ball zu mir zurück, flach, halb hoch, wie du möchtest, okay, also. Als Aufsetzer, so jetzt komme ich raus, warte, ja. Am besten ist immer, ihr sagt ein Kommando ja. Und wenn er losläuft, dann wirfst du erst. Hopp. So, okay. Ah, ja. Nochmal, okay. Also, hopp ab. So, nach Hause, hochwerfen, Dropkick, Sohle, spielen, fertig machen und nach unten. Ganz einfach, ja?
Man könnte jetzt auch zurückspielen und noch einen hohen dazu bekommen. Aber wir machen noch zwei Durchgänge. Da bist du noch mal dran. Oh, ja. Mit der Decke, das ist echt ein Problem. Also, das ist kein Altbau hier. Hopp. So, rückwärts zurück. Okay, geht nicht weiter, ich probiere es selber. Hoppla, Gegner kommt. Ich nehme den Verteidiger mit. Der hat gepennt, verliert den Ball. Aber den Nachschuss haben wir gehalten. Du nochmal? Ja. Moment, bei Hopp geht's los. So, Hopp. Jawohl. Nach Hause, Dropkick weg. Sohle spielen und. Ja! Du Katze! Der war fies, sorry. Alles gut. Hat er geschaut? Schmeißt. Also nochmal, sorry. Jawohl, perfekt. Sohle, Dropkick, Sohle, genau. Achtung, flacher Ball wieder. Und raus geht's. Ganz genau. Okay. Eure Hausaufgabe ist es, aus dieser Übung nochmal ein, zwei Varianten rauszukitzeln. Wie die auch immer ausschauen mögen, ist euch überlassen. Ihr könnt sie, wenn ihr lustig seid, das Ganze abfilmen und uns per Mail schicken oder uns bei Instagram oder Facebook verlinken. Bei MFS-Fußballtraining findet ihr uns da ganz einfach. Verlinkt uns einfach drauf und wir schauen uns die Übung dann an. Und gegebenenfalls, wenn da irgendjemand eine Frage hat, was mache ich falsch, wie kann das sein, was wäre noch besser, beantworten wir die natürlich gerne. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Üben und bis zur nächsten Einheit. Ciao, ciao.